Die heutige The Live-Folge wird Ihnen präsentiert von Dickies Bagel. Dickies Bagel, Ihr Bagel Investment Typ. Hashtag, wir unterstützen den Einzelhandel. Und jetzt präsentieren wir Layla im Action-Cut auf dem Balkon. Dödödödüm, okay. Der Teil ist noch schlechter als der erste. Na endlich Werbung. Nur wenige Stunden von LS entfernt liegen die Tongva Heads. Zwischen den von Weinreben durchzogenen Hügeln liegt das Mellow Weingut. Vor 2 Jahren hat sich das Gut nun zu einem Kurort verwandelt. Entspannung und Genuss pur, zwischen Serpentinen und Weinblättern, ein Hauch von Provence und Südeuropa. Das meinst du doch jetzt nicht ernst, oder? Dass du dir das jetzt anguckst. Die verarschen einen sowieso. Erzählen erstmal, dass es voll toll ist und dann sitzt man zwischen Kakerlaken irgendwo und nirgendwo. Nicht weit von der Road 68 und im Tongva Valley. Okay, das ist jetzt interessant. Sie noch heute Ihre Erholungs- und Wellnessreise in den Tongva Heads. Ihr Ort der Entspannung und des Genuss, Tongva Heads. Buchen Sie jetzt. Layla, irgendwie hört sich das doch gar nicht so schlecht an. Mal sehen, ich kann ja im Internet schauen, wo das genau ist. Vielleicht kann man sich das doch mal überlegen, oder was meinst du? Heute Morgen wurde endlich der mutmaßliche Mörder James Cookie verhaftet. Er soll der Schütze auf der ST-Baustelle Little Soul gewesen sein, der gestern Vormittag auf den Sicherheitsmitarbeiter Dimitri Kuschak geschossen hat. Schon das neue Space Curtain gezockt? Nein, ich hab's nicht runtergeladen, bin ich dazu gekommen. Ach du Scheiße, sind mal wieder alle da. Okay, dann übernehmen wir mal wieder. Morgen FIB, wir übernehmen jetzt. Wir brauchen komplette Einsicht. Ganz genau, alle Daten, Spuren und Namen. Also, was ist hier genau passiert? Miss Krukis aus dem Westschmuggelfall wurde letztens noch von dieser Brücke geworfen. Er war schon tot, als er unten ankam. Haupttatverdächtiger sein Partner, Mr. Spanish. Alles klar, dann check mal den Computer. Und hast du schon was? Mr. Spanish ist gerade im South LS und wäscht seinen Wagen. Dann sollten wir mal hinfahren. So wie jeder kennt auch eine Frau wie Layla das Problem, dass man morgens nicht gerade mit der perfekten Frisur aufwacht. Gerade wir Südländer haben oft ein Problem mit unbändigen Locken. Dem kommt aber Layla mit allerlei Technik gewappnet entgegen, sodass danach weder Wind noch Wetter ihre Frisur verwüsten können. Heute Morgen wurde die Leiche eines Mannes in der Nähe des Capitol Boulevard gefunden. Er soll Verbindungen zur Westschmuggelbande gehabt haben. Morgen, Sir. Bundesbehörde, FIB. Hallo, Sir.
Sind Sie Mr. Spanish? Kennen Sie einen Mr. Circus? Er war doch Ihr Partner, oder? Mr. Spanish? Hey, Mr. Spanish, bleiben Sie stehen. Fuck, schnell zum Wagen. Das war scheiße. Ja, das stimmt. Zentrale, verfolge weißer Gallivanter Richtung Norden. Gut. Alles klar, verstanden. Das ist genauso wie den Film, den ich letzte Nacht gesehen habe. Nicht West Street 2, oder? Der Film ist absolut scheiße. Immer noch Richtung Norden. Wir brauchen Straßensperren. Okay, bleiben Sie dran. Versteckung trifft jetzt ein. Okay, wir bleiben dran. Einheit 35, das 56. Sheriff Department hat keine Ressourcen für eine Straßensperre. Er zieht nach rechts ab. Ich bin dran. Okay, Bilal, halt sich fest. Zentral, er ist Richtung Süden abgedreht. Bis wir eine Lösung haben. Was meinst du? Will er zurück nach LS? Nein, das glaube ich nicht. Der will zur mexikanischen Grenze. Heute hatte Leila einen Termin bei ihrer Therapeutin. Mit ihr übt sie nicht nur Kommunikation, sondern versucht auch aktuelle Lösungen für ihre Lage zu finden. Mrs. Friedberg, wie ihre Therapeutin heißt, soll einer der kompetentesten und besten in LS sein. Sie wurde vom FIB gestellt und hat schon einige verwundete Agents betreut. Ich und Leila sind nicht ganz von ihr überzeugt, aber das liegt nicht an ihrer Arbeit. Heute war es Leila wichtig, dass Mrs. Friedberg ihr die Kur in den Tangwa Hills verschrieb. Da Leila den TV-Spot von letzter Nacht nicht loslässt. Da vorne ist die Grenze. Wir müssen dranbleiben. Wenn er drüben ist, können wir nichts mehr machen. Hinterher, er will über die Grenze. Da vorne, er will über den Fußgänger-Checkpoint. Der Typ verarscht uns, jetzt reicht's. Hey, ich bin unbewaffnet und werde dir nichts tun. Du stehst im Niemandsland. Also hast du gewonnen. Aber bevor du für immer deine Heimat verlässt, möchte ich dir etwas sagen. Du stehst nicht gerade zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten, sondern du stehst gerade zwischen Freiheit und Verantwortung. Also denk darüber nach, bevor du deine Heimat, deine Familie und deinen Freunden den Rücken kehrst. Thank you.
Thank you.